Bevor es losgeht, eine kleine Info. Ich habe oben den Button Werbung eingefügt in einigen Szenen. Also ich bekomme keine Gegenleistung für dieses Video. Das zu eurer Information. So, los geht's. Wir haben uns getroffen am Plöner See. Es geht nach Schwabstedt und zwar zum Waldcafé zur Nachtigall. Habt ihr in der Vorschau schon gesehen. Ja, getroffen habe ich mich mal wieder mit Alex von Alex and Friends. Den Link zu seiner Homepage habe ich euch unten eingefügt. Schaut einfach dort auch mal rein. Nach einer kurvenreichen Strecke ging es runter an den Nordostseekanal, dort rüber und auf der anderen Seite natürlich weiter. Ja, Schleswig-Holstein ist ja durch den Kanal getrennt, also muss man irgendwann irgendwo darüber. Umso weiter man an die Nordsee kommt, umso platter wäre das Land. Dafür liegt das Waldcafé zur Nachtigall, romantisch im Wald versteckt. Das Café befindet sich in der sagenumwobenen Störtebeker Schlucht. Es galt jahrelang als Lost Place und wurde 2023 von Ines und André zum Leben erweckt. Ja, dann zeige ich euch das Café nochmal von innen mit einem kleinen Rundgang. Hinten befindet sich eine kleine Terrasse. Von dort aus habt ihr einen hervorragenden Ausblick auf die Freilichtbühne, wo im Sommer einige Veranstaltungen unter anderem mit Live-Musik stattfinden. André hat uns dann noch eine kleine Broschüre übergeben, ja, mit dem Werdegang des Waldcafés. Unter anderem mit den Öffnungszeiten, aber die guckt ihr bitte im Internet nach, weil sich die eventuell ändern können. Die Bilder über die große Kuchenauswahl, die wurden mir von André freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Und zum Abschluss ging sie noch in den kleinen Zoo. Oh.
Unmittelbar neben dem Waldcafé befindet sich das Bärlauchtal, ein riesiges Arsenal an Bärlauch, unheimlich schön anzusehen, wenn der blüht. Damit ihr keine Videos verpasst, einfach den Abo-Button und die Glocke aktivieren.